Herzlich willkommen zurück zur Alpha von Lawbreakers. Wir spielen wieder auf Grandview und wieder den Capture-Modus. Immer noch in derselben Lobby wie beim letzten Mal, wobei das natürlich aufgrund der Random-Folgen wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gerät. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dürfte auch mittlerweile schon draußen sein. Also wie gesagt, wenn ich Folgen kommen random raus, ein bisschen durchgewürfelt, dass ihr nicht immer die gleiche Klasse viermal in Folge seht, sondern ein bisschen durchgewürfelt. Wir spielen wieder mit Kintaro auf der Breakers-Seite. Wieder die Rolle Enforcer auf der Map Grandview. Ein paar neue Leute joinen wieder, ein paar alte sind noch dabei, wie der Tommy zum Beispiel. Und ja, er meint, er war gar nicht mal so schlecht, aber das war Glück. Ja, das ist, glaube ich, bei jedem gerade so der Fall. Ich meine, jeder spielt so ein bisschen vor sich hin, ein bisschen antesten, vor allem, wenn man erst zu dieser Alpha-Welle letzten Key gekriegt hat, so wie ich. Ist man natürlich logischerweise noch nicht so lang erfahren. Die Alpha ist ja seit Mitte Juni, glaube ich, offiziell draußen und genau, wir spielen hier Capture-Modus, habe ich hier gesagt. Mitte Juni, seit Mitte Juni oder Juli. Ne, dürfte Mitte Juni sein. Ist die Alpha draußen für Lawbreakers, der erste Alpha-Run. Und da habe ich noch keinen Key gekriegt und dann, glaube ich, waren noch zwei Closed-Alphas und das ist jetzt die letzte Closed-Alpha vor dem Steam Early Access Release. So zumindest ihr Schedule von Bosky Productions, dem Entwickler. Echt vergessen, wie die heißen. Bosky irgendwas. 5, 4, 3, 2, 1. Gut, dann gehen wir gleich mal in die Mitte und schauen, dass wir uns B ein bisschen securen. Da wird es wahrscheinlich gerade mega. Ja, ich kenne die Maps immer noch nicht 100%, auch wenn die natürlich mega, mega nice ausschauen. Hier dieser Kirschbaum sieht halt einfach schön aus. Wenn es kein Kirschbaum war, dann bitte korrigiert mich. Au! So, schnell mal hier rein sneaken. 3, 2, 1. Au. Da ist immer noch die Zone contested und ich weiß nicht wo und ich sehe auch nichts und wir haben sehr wenig Leben. Da ist er. Dop, 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 dop. Hilfe. Meine Teammates wären jetzt auch ziemlich nett, wenn die mal kommen würden. Nein! War klar, dass das passiert. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Team jetzt ein bisschen schneller. Wir sind nur zu 4 gegen 4, okay. Ein bisschen schneller wären. B ist weg. Das gehört der Lore-Seite. Und wir müssen uns nur noch C holen. Dann hätten wir schon mal einen kleinen Vorsprung. Lad doch bitte schneller auf. Lalalalala. Ach, das war so klar, Mann. Vanguard ist halt einfach keine schlechte Klasse. Wir haben noch 0 Punkte. Weil ich nur B die ganze Zeit umkämpft hatte. Weißt du, da tust du so viel für dein Team und dann zählt einfach nichts, weil du halt keine Punkte machst. Aber alles hinauszögerst, dass du hoffst, dass dein Team kommt. Aber die waren wohl bei A ziemlich unter Druck. Waren ja eigentlich auch nur zwei bei B, die ich nicht klein gekriegt habe. Also war vielleicht auch ein schlechter Opener. Aber immerhin haben wir schon mal einen Punkt. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall mal A und hoffen, dass, weil sonst niemand bei mir ist. 3, 2, 1. Der Rest auf, doch hier, der Enno ist bei mir. Hier auf B geht. Der ist auch fast AFK. Kann sich auch mal reinstellen hier, der wird schneller gehen. Match tied. Oh, okay. Alles klar, gut. Dann lassen wir den lieben Enno noch mal kurz bei A und schauen mal ein bisschen zu B, wo ein bisschen mehr Action abgeht. Oh, gleich müsste man wieder zu sterben. Ist immer eine sehr gute Option. Nein, jetzt wollte ich nicht treten. Nein, jetzt habe ich mich echt noch gezeigt. Ah, shit.
Ah, wird von Gegnern eingenommen, was? Das glaube ich aber nicht. Okay. Alter. Das Ding ist so schnell leer. Assassin, Assassin, komm schon. Das kann nicht wahr sein, stirb doch! Mann! Sorry, 0-4, was ist denn da los jetzt? Jetzt gleichen die wieder aus, das ist ein spannendes Spiel, aber ich reiß halt gar nichts gerade. Krass, noch keinen einzigen Kill in der Runde. Können wir gleich als Pazifist hier durchgehen. Wo? Da. Ich... Oh Gott. Ah, ich habe gerade festgestellt, das ist auch ein sekundären... Wow, okay. Das Schusspattern ist ja fast Oh. One-Hit-Kill. Du bist auch fast tot. Und wir sind tot. Wieder durch den Kack-Assassin, Mann, der Typ... Boah. Aber immerhin unseren ersten Kill und wir haben... Aber wir müssen B uns dringend holen. Ja, vergiss es. Da müssen wir besser werden. Und dieser Stalker muss weg. Ganz, ganz dringend muss der leider weg. Ich sehe nichts, ich sterb nur. Raus aus meiner Zone. Ich sehe doch nichts. Kann mir mein Team mal helfen, bitte? Nein! Gott, ich bin gerade so schlecht, sorry. Okay. Kurz nochmal Nase geputzt und jetzt geht's wieder los. So, richtig. Wunderbar, wir haben B. Jetzt holen wir uns am besten auch noch C, das wäre der Hammer. Komm schon, lass mich sprinten. Lass mich doch mit einnehmen! Das kann nicht wahr sein, ich kriege nicht mal Punkte fürs Einnehmen, weil ich immer nie da bin. Ich fühle mich gerade so nutzlos. Aber wir haben gut Punkte, gut gemacht. So. Eisbär haben wir gut zerlegt. Alter! Ich hasse diese Assassin-Klasse! Die kann sich so schnell bewegen und sobald die einmal um dich rum ist und in deiner Reichweite ist, bist du Geschichte. Ich kann da nichts gegen tun. Und ich kann halt als Assassin nicht spielen. Das ist das, was mich am allermeisten nervt. Na komm.
Alter, ich verziehe so heftig. Okay. Eine Zone für den Sieg. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und die nehme ich mit ein. Und zwar ist das A. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das können sie gar nicht verhindern. Die bräuchten jetzt noch 4 Zonen und wir nur noch eine für den Sieg. Das können sie nicht verhindern. 3, 2, 1. Wenn doch, dann Chapeau. Aber ich hole mir jetzt ganz gechillt. Aber ich kann doch sagen. Und sterb erstmal dezent, weil ich der Einzige bei A bin, weil alle sich um B betteln, wo wir nur noch eine einzige Zone brauchen. Kann halt echt nicht wahr sein. Danke. Wenigstens haben sie B geholt. Victory, auch wenn ich überhaupt nichts dazu beigetragen habe. Krass. Wie schlecht wir gerade waren. Na gut, das war's aber wieder für heute mit Lawbreakers. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, euer Matze. Ciao.